zu kommen. Herzlich willkommen, Lorenz Kaiser. Wir haben ja am Samstag die grosse Einladung bei uns. Marie-Claire und Piet, Carmela und Toto und die Betty und der Hamme kommen zu uns zum Apero Matterhorn Mojito und z'Nacht. Ja, das ist eine Generalstabsübung. Die Marie-Claire isst nichts mit Knoblauch oder Zwiebeln. Die Carmela ist Vegetarierin. Der Piet ist allergisch auf Nüsse und Eperi. Habe ich gedacht, umgehst all Problem, machst Pizza. Aber nein, die Betty muss glutenfrei essen, sonst fängt sie überall an beißen. Jetzt, was tust du glutenfreies unter die Pizza statt dem Teig? Milchreis. Geht nicht, weil die Marie-Claire ist laktoseintolerant. Das Einzige, was bleibt, ist ein schöner Soja-Milchreis. Aber dort ist das Problem, das frisse ich nicht, das finde ich grusig. Ich weiss, das sind eine Art Problem, wo du nicht kennst, Mike. Aber man darf das nicht unterschätzen, wenn man eine Einladung macht. Wir haben in unserer Gesellschaft heute die essende Klasse und das Vegetariat. Und dann noch etwa 25 ernährungspolitische Untergruppen. Und wenn du schon so viel Probleme hast mit dem Essen, da brauchst du überhaupt keine Politik mehr. Da musst du mit der Politik überhaupt nicht mehr anfangen. Da können wir irgendetwas nehmen. Jetzt, 1 Million Flüchtlinge stehen an der Grenze von Europa und wetten rein. Und die Rechten sagen, wir müssen Stacheldraht spannen, wir müssen die Armee an die Grenze stellen, die Armee. Entschuldigung, wer hat Angst vor einer Armee, die mit einem Sackmesser bewaffnet ist, mit einem Zapfenzieher dran? Und die Linken haben Weltkomplakat auf. Sehr erfreut, Herr Abdulrahim. Mein Name ist Anne-Kette Suvananda Birchmeier Mbongo. Ah, Sie geben mir die Hand nicht, das macht gar nichts. Hauptsache, Sie sind da. Aber wir hätten gerne eine flankierende Massnahme auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn Sie vielleicht unsere Frauen würden respektieren. Und dann kommt aus der Reihe von der SP die rettende Idee, nämlich Sexkurs für Asylbewerber. Das schafft 8'000 Sozialarbeiterstellen in 2'000 Quartierzentren. So hast du Integration und die flankierenden Massnahmen in einem. Und die Rechten, die sagen, das sind ja gar keine politisch Verfolgten. Das sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge. Wirtschaftsflüchtlinge. Ich meine, Wirtschaftsflüchtling, was heisst das? Wirtschaftsflüchtling sind Leute, wo illegal in ein Land schleichen, zum Arbeiten. Das ist wie einer, der in deine Villa einbricht, zum sie putzen. Wieso ist da jemand dagegen? Und die Linken, die Angst hat, sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die Arbeitsplätze. Entschuldigung, aber wenn einer, der 4 Monate auf der Balkanroute gelaufen ist, ein Jahr im Durchgangszentrum hockt, unsere Kultur nicht kennt, unsere Sprache nicht redet, zum Asylheim auskommt und dir deinen Job wegnimmt, dann musst du dein LinkedIn-Profil updaten. Ja, Lea, ich weiss. Du willst etwas machen und ich finde das auch gut. Sicher, die Flüchtlingskrise ist gross und die Politik macht nicht genug. Aber Lea, ich finde es keine gute Idee, wenn wir jetzt einen Asylant bei uns aufnehmen. Das Glättezimmer steht leer, ich weiss, aber wer sagt dir, dass der glätten kann? Okay, muss er nicht. Er kann etwas anderes helfen. Was? Kübelsäcke abtragen. Nein, Kübelsäcke abtragen ist mein Job. Siehst du, Lea, um das geht's. Die Asylanten kommen daher und nehmen uns unsere Jobs weg. Die müssen sich integrieren bei uns, einverstanden. Du willst etwas tun dafür. Bestens, deine Mutter ist Türkin, dein Vater ist Norweger. Du bist noch nie am 6. Leute gewesen, weisst nicht, wo Andermatt liegt. Meinst, Solothurn sei eine Sportart und deine Rösti schmeckt nach Kebab.
In was soll der sich integrieren? Lea, wir haben am Samstag jetzt Nacht bei uns. Wer weiß, was der ist? Vielleicht ist der kein Sojamilchreis. Was? Niemand isst Sojamilchreis. Das koche ich am Samstag. Mit gerösteten Quinoa-Brösmeli und Goji-Berry-Kompott. Das ist mir gleich, Lea. Wenn ich nicht weiss, was er isst, nehmen wir ihn nicht. Was ist er? Nicht. Ah, es ist gerade Ramadan. Sehr gut. Wie es weitergeht, ab dem 25. Januar im Theater am Hechtplatz in Zürich. Und ich muss jetzt dringend posten. Lorenz Kaiser.